In diesem Video zeige ich dir, wie du aus sehr kurzer Zeit aus einem herkömmlichen Ventilator eine richtige Klimaanlage bauen kannst, damit es sofort kühler bei dir ist. Schau dir das Video daher unbedingt bis zum Ende an. Dafür brauchst du irgendein Gefäß, zum Beispiel einen Eimer oder solch eine Schale voll mit Wasser. Dann nehme ich hier noch einen Tritt. Du kannst aber auch einen Stuhl oder zum Beispiel einen Wäscheständer nehmen. Wichtig ist nur, dass du hier ein Handtuch herüberhängen kannst, was dann auch noch in dem Wasser hängt. Wie genau, zeige ich dir gleich. Wir nehmen jetzt als erstes also ein Handtuch und legen es einmal in unser Wasser, damit es sich richtig schön mit Wasser vollsaugt. Danach wringen wir das Ganze dann noch etwas aus, denn es soll jetzt nicht hier komplett tropfen, sondern nur richtig schön feucht sein. Wenn du das Handtuch also richtig schön ausgewrungen hast, dann hängst du es jetzt im nächsten Schritt über den Tritt, den Wäscheständer, den Stuhl oder was auch immer du genommen hast. Es sollte am Ende so darüber hängen, dass wir es hier unten wieder ein wenig in das Wasser hängen. Es muss nur etwas von dem Handtuch in dem Wasser hängen, das reicht dann schon komplett aus. Jetzt brauchen wir im letzten Schritt dann noch unseren herkömmlichen Ventilator. Denn diesen stellen wir jetzt genau hinter das Handtuch, damit es das Handtuch hier richtig schön anpustet. Und dadurch haben wir unsere selbstgemachte Klimaanlage auch schon fertig gebaut. Denn dadurch verdunstet jetzt die Feuchtigkeit im Handtuch und das erzeugt Kälte, die dann wiederum direkt an den Raum abgegeben wird. So ist es direkt deutlich kühler, als wenn du nur den Ventilator aufstellst und dich anpusten lässt. Wenn du also auch sofortige Abkühlung brauchst, aber nur einen Ventilator hast, dann probiere es doch mal mit dieser selbstgebauten Klimaanlage bei dir aus. Möchtest du jetzt noch einen weiteren genialen Trick haben, wie du dich bei Hitze perfekt abkühlen kannst, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.